Bei der Beratung rund um Stiftungen befindet man sich in einem besonders bunten Feld des Rechts. Die Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten, die Einzigartigkeit der Rechtsform und das Ineinandergreifen von Zivil-, Aufsichts- und steuerrechtlichen Fragen stellt hohe Anforderungen. Wie wir diesen bei Rose und Partner begegnen, erfahren Sie von mir in diesem Video. Guten Tag. Ich bin Michael Demuth von der Kanzlei Rose und Partner. Unsere spezialisierten Fachanwälte und Steuerberater beraten bundesweit vermögende Privatpersonen in allen rechtlichen und steuerlichen Fragen rund um die Gründung und den laufenden Betrieb von Stiftungen. Was macht einen guten Berater im Stiftungsrecht aus? Für uns sind das die Kriterien Erfahrung, Spezialisierung, Team- und Kanzleigröße sowie Wirtschaftlichkeit. Was das bedeutet und welchen Anspruch unsere Experten bei Rose und Partner an sich haben, das schauen wir uns jetzt an. Unabdingbar im Stiftungsrecht ist die Erfahrung. Das Rechtsgebiet ist exotisch und unübersichtlich. Es gibt nur wenig Rechtsprechung und somit Orientierung. Der Berater lebt hier von seiner eigenen Erfahrung und der seiner mit ihm vernetzten Kollegen. Da es sich um eine Querschnittsmaterie handelt, braucht es außerdem Erfahrung in sehr unterschiedlichen Rechtsgebieten. Und die muss auch noch ineinander greifen. Das Steuerrecht, die hineinspielende Stiftungsaufsicht und die zahlreichen Gestaltungsmöglichkeiten müssen beherrscht werden, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. In unserem Team für Stiftungsrecht stehen Ihnen nicht nur einzelne Fachleute zur Verfügung, sondern ein ganzes Expertenteam, das sich auf Stiftungsrecht und Nachfolgeplanung spezialisiert hat. Darunter sind Experten im Aufsichtsrecht und in der Satzungsgestaltung, spezialisierte Steuerrechtler sowie Fachanwälte im Erbrecht. Interne Fach- und standortübergreifende Teambildung sorgt dafür, dass Sie Ihnen keine Einzelkämpfer gegenüberstehen, sondern unsere Berater im Hintergrund auf ganzer Bandbreite auf den Erfahrungsschatz von Rose und Partner zugreifen können. Im Team können wir so für Sie stark sein. Bei Rose und Partner arbeiten an verschiedenen Standorten spezialisierte Rechtsanwälte und Steuerberater mit, umfangreicher Erfahrung in der Stiftungsberatung überörtlich als Team zusammen. Von diesem gewachsenen Netzwerk profitieren unsere Mandanten und sie können so Umwege und Fehler vermeiden. Durch unsere Präsenz in Hamburg, Berlin, München, Frankfurt und Köln haben wir Einblick in die Praxis verschiedener Stiftungsbehörden bundesweit und sind stets nah am Geschehen. Wie immer in der Rechtsberatung muss auch das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmen. Der Aufwand sollte sich bei Familienstiftungen am Vermögen orientieren, das der Stiftung übertragen werden soll. Dieser ist bei einer einfach gelagerten Immobilienfamilienstiftung naturgemäß geringer als bei einer komplexen Stiftungsstruktur, in die ein großes Familienunternehmen eingebracht werden soll. Und bei einer gemeinnützigen Stiftungsgründung sollen die Mittel vor allem in den verfolgten Zweck und nicht in die Anwaltsgebühren fließen. Damit Sie die Wirtschaftlichkeit von vornherein gut abschätzen können, machen wir die auf Sie zukommenden Kosten vorher transparent. Im ersten Schritt klären wir mit Ihnen, ob die gewünschten Gestaltungsziele überhaupt umsetzbar sind und mit welchem Aufwand Sie rechnen müssen. Satzungsgestaltung und Bewertungsaufgaben bieten wir, womöglich, zu festen Preisen an. Ansonsten arbeiten wir zu individuellen Stundensätzen zwischen 350 und 450 Euro netto. Diese Stundensätze sind dabei wirtschaftlich, weil dort Erfahrung, Spezialisierung und effektive Teamarbeit einfließen, die im Ergebnis zu einem entsprechend geringeren Stundenaufwand führen. Durch monatliche Abrechnungen mit Darstellung der Tätigkeit behalten Sie die laufende Kontrolle über die Projektkosten. Ich freue mich, wenn ich Sie für unsere Leistungen interessieren konnte. Und unser Team im Stiftungsrecht freut sich über Ihre Kontaktaufnahme.